Yo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream85 und ich heiße euch jetzt kommen Indoor Thunder. Ja, Update immer noch aus. Ich weiß nicht, ob es die Woche kommt, Leute. Ich weiß nur eins, wir kriegen sehr viele grafische Extras mit rein. Also nicht nur Panzer und Flugzeuge, sondern sehr viele grafische Extras. Also was da jetzt kommt, Wahnsinn. Bei einigen Sachen habe ich richtige Befürchtungen, dass das erstmal voll nach hinten losgeht, dass wir hier Crashs erleben, dass es nur so kracht. Vielleicht sogar, ich will jetzt nicht den, ich will jetzt echt nicht den Teufel an die Wand malen, aber vielleicht führt sogar diese Scheiße zu Bluescreens. Ich weiß, das ist das Schlimmste, was man überhaupt, das Schlimmste, was man überhaupt kennt, Bluescreen. Und ich fürchte, aber, es kommt so viel Shit auf uns rein, also, es sind schon tolle visuelle Effekte, die dabei sind, sehr tolle Sachen dabei, wo ich dann sage, yo, kannst du echt gebrauchen, ist doch echt nice. Rest Racing jetzt hier drin zu haben im Hangar, ich weiß es nicht. Ja, kann gut sein, kann sein, dass die FPS sogar noch besser wird. Wir wissen ja alle, Rest Racing tut ja regelrecht viel eigentlich gut machen. Aber nichtsdestotrotz bin ich etwas, ich bin so ein bisschen am Überlegen, denke mir so, so viele besondere visuelle Effekte, gerade für die Jets auch und so weiter. Oh, ja, vor allem Motion Blur kommt rein. Motion Blur, wo ich denke, oh Gott, nicht diese Scheiße. Jedes Game, das das hat, da mache ich das aus, weil ich kriege Kopfschmerzen, wenn ich das anhabe. Dieser Verschwimmungseffekt, das ist so, oh, es zieht mir das Gehirn weg. Ich kann euch nur sagen, das tut mir in der Birne weh. Es tut richtig in meinem Kopf weh und ja, es ist einfach nicht, warum sieht das so komisch aus? Das ist einfach nicht richtig schön, das ist einfach nichts Schönes, aber gut. Ja, was mache ich heute? Ich gehe mit den Japanern hier Doppeldecker fliegen. Ich schmeiß noch 1, 2, obwohl, ich lasse die Ki-45 K.O. drinnen, Obwohl, ich wollte ja nur Doppeldecker fliegen gehen, also richtig nur 1-0, nur 1-0. Naja gut, das Ding ist aber auch richtig unfair. Wow, was war das? Ich habe nichts geklickt. Ich habe noch nichts geklickt. Ich wollte was drücken und dann hat sich das schon, ja. So, jetzt sind wir auf 1,3, das reicht vollkommen aus. 1,3 reicht aus, ich glaube mehr wird auch nicht, wir können auch die Ki 32 noch wegschmeißen, jawohl. So schlimm ist sie ja eigentlich nicht. Ich will nur Doppeldecker fliegen. Ich muss ja nicht die anderen auspacken, kann ich ja, einfach so mitnehmen. Und vielleicht, gucken wir mal. Erstmal eine Runde Arcade, dann wird es eine Runde realistisch geben mit einem Doppeldecker der Japaner. Ich würde sagen, die Ki 10-2C. Erstens, weil ich mit ihr noch nicht in doppeldecker Runde gegangen bin, realistischen Runde gegangen bin. Wir haben hier so ein, seht ihr das? Das war immer scharf. Das war immer ganz scharf. Haben die Effekte jetzt schon draufgehauen oder was? Ja, wartet mal, da müssen wir gerade mal was checken. Nvidia hat ja neue Einstellungen reingehauen. Tatsächlich, DLSS ist aktiv. Ach du Scheiße. Schattenqualität sehr hoch. Ja. Psycho, ey, willst du mich verarschen? Ist ein bisschen zu hoch. Schattenqualität hat jeder ganz gerne, aber so hoch brauche ich echt nicht. Wolkenqualität am Boden interessiert mich nicht. Was brauche ich das am Boden, ey, jetzt meine ich. In der Luft geht so grad. Lass mir das mal. Alter, was sind hier für Einstellungen gerade drin? Sorry, Leute, da hat mein Nvidia jetzt wieder richtig hardcore reingeschlagen. Richtig hardcore. Ja, ich habe das letzte Update noch nicht gezogen von 12. Und habe dann mal gedacht, komm, jetzt zieh es mal. Und das hat mir so viele Änderungen hier reingebracht. Ich habe jetzt so einige Probleme. Kettenspuren brauche ich nur auf hoch, ey. Geländedeformierung, ja gut, lassen wir mal so. Qualitätstechnisch, also all das, was hier hoch eingestellt war,
kann das hier super machen, aber ich muss jetzt nicht die oberste Grenze, ne, muss ich jetzt nicht rausholen, ne? Vor allem hier mit dem Wasserding. Ich habe öfters mal bemerkt, dass es doch tatsächlich Probleme gibt. Ne, jetzt ist mein Roundel-Ding hier, also mit meinem, das kann man immer noch nicht richtig sehen. Das ist echt fürchterlich. Ja gut, wir lassen es trotzdem so, ne? Wir lassen es trotzdem so. Erstmal gucken. Es hat sich halt wieder, ne? Mein Nvidia hat schon wieder die Grafik ein bisschen hier umgestellt und nicht ganz zu meiner Freude. Aber wir lassen das jetzt mal so, mal sehen, ob meine Augen drauf klarkommen. Vielleicht muss ich mich einfach nur umgewöhnen. Das ist das einzige Problem, was ich dann vielleicht habe, ne? Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, ab in eine Runde, ne? Ja, wir haben jetzt noch morgens früh um 10 Uhr. Um die Uhrzeit sind noch nicht so viele Neulinge. Obwohl, nee, das kann ich nicht mal so unterschreiben, ne? Einige Neulinge werden hier auftauchen. Es kommen hier ständig neue Leute in das Spiel rein. Also wir werden hier auch Frischlinge sehen jetzt. Wir werden auch Profis sehen, ne? Also, ja. Ne? Auf die Frage hin, die sich manche vielleicht stellen, was machst du bei den Doppeldeckern von wegen Munition? Also ich setze gerne bei Doppeldeckern auf Allzweck. Man kann auch mit Leuchtspur nur arbeiten, aber Allzweck, da hast du halt alles mögliche Gute dabei, was du brauchst, ne? Gut, die Leuchtspur halt, panzerbrechende Munition, Explosivmunition, ne? Vor allem Explosivmunition ist halt etwas, was du nur brauchst, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob die Grafik besser ist oder schlechter. Ich bin da mir noch nicht so ganz sicher. Das werden wir gleich sehen, Leute. Ich hasse es, wenn meine Einstellungen verändert werden. Da muss ich mal alles neu zurück einstellen, ne? Muss ich immer die besten Einstellungen dann machen. So, ich werde hier natürlich. Oh, da hat jemand geil. Okay, Bodenziele. Ja, okay. Ja, ist klar. Der hat bestimmt schon ein paar Runden erlebt. Und da wurden die Bodenziele nicht beachtet. Die werden halt deutlich mehr die Flugzeuge abgeknallt, weil, ja, ist ja wohl logisch. Flugzeuge bringen halt deutlich mehr Forschungspunkte, ne, als jetzt hier so ein. Ah, ist ein Ruski, den ich da. Also ein russisches Flugzeug. Jo, der burnt. Der burnt. Wenn's burnt, ist erledigt, ne. Gut, nicht alle, nur weil sie burnen, sind sie gleich dein. Aber haben sie auch den, das, den also ja, haben sie Dings verändert? Ich könnte schwören, dass der Sound von diesen Kanonen niemals so klang. So, da hat schon ein bisschen gebrannt, aber nicht so ganz. Ne? Ah, schade, ja. Abschlusshilfe. Naja, gut. Aber da hat schon so ein bisschen geburnt, ne? Ihr habt es gesehen. Puhuhu, das war eine gefährliche Sache. Haben Piloten damals im Ersten Weltkrieg sowas gemacht, ne? Dieses Jahr ab und zu mal, aber nicht kontinuierlich, weil einige, und das ist das Witzige, man denkt sich so, ja gut, die sind ja festgeschnallt und alles. Nein, es gab auch Doppeldecker, wo keine so wie Anschnallgurte dran waren. Ne? Da war zappenduster, da war wirklich Problematik. Ich glaube, die Grafik hat sich ein bisschen so drastisch geändert. Ich weiß nicht. Ich muss das nochmal ein bisschen hier. Ihr könnt es ja mal in die Kommis schreiben, ist es für euch besser oder schlechter mit der Grafik? Ne? Geiler Stunt hier. Clever. Oh, der ist dead. Der ist dead. Dem hat's den Flügel gerissen. Ich habe ihn nicht mal gerammt. Der Kollege hat ihn gerammert. Apropos, seit neuestem werden ja Rammer hier, also wenn man richtig mit Absicht rammen geht, werden die Rammer hier wirklich nicht permanent gebannt, aber sie werden gebannt, ne, für einen gewissen Zeitrahmen. Da kam letztens eine Info-Ding von War Thunder und da dachte ich mir so, ach, endlich ist mal was passiert. Ne? Ausweichen. Der denkt sich ja auch so, Alter, was ist mit dir los? Sorry, ich bin Top-Pilot immer noch in War Thunder und. Ne? Bin dann noch tierisch drauf.
Okay, ich habe wohl einen an der Arschbacke. Gegen die, also ne, die Munition ist top gegen Flugzeuge, aber eher nicht so gut gegen Panzerfahrzeuge. Der ballert immer noch auf mich. Hat den Schlussschuss, den Schlussstrich noch nicht gemerkt, ne? Denkt sich so, baller. Was? Ich bin Platz 1? Never! Okay, Mission gescheitert, klar. Aber trotzdem. Ja, da haben sehr viele auf der Gegenseite Bodenziele gemacht. Guck mal hier. Boah, 18 Bodenziele, 13. Obwohl bei uns auch viel, ne? Ja, ich habe die meisten Fliegerabschüsse gemacht. Die meisten sind wirklich auf die Bodenziele gegangen, ne? Ja. Warum Bodenziele, warum Flugzeuge, ne? Viele sagen ja, Bodenziele sind scheiße, da kriegst du keine Forschungspunkte. Du kriegst nicht so viele, aber du kriegst Lines. Na? Flugzeuge geben natürlich auch Lines, aber wenn man sich das jetzt mal genauer anguckt, hier die Differenz. 4 abgeschossene Flugzeuge, 288 Lines. Und das mit Premium-Account. Ne? Also ich habe ja immer noch Premium und das mit Premium. Ne? Das ist gar nichts. Mit so einem Doppeldinger? Nix. Hätte ich jetzt Bodenziel gemacht, hätte ich mehr Kohle bekommen. Ne? Nur so mal als Beispiel. Ja. Nur so mal als Beispiel. Übrigens, ich habe das schon mal in älteren Videos gesagt, aber ich sage das immer wieder ganz gerne mal, weil dieses Wissen ist nicht allgegenwärtig bekannt. Was ich immer so witzig finde, ne? Eigentlich finde ich es witzig und es ist auch wieder traurig, weil, na gut, in der Schule, sowas wird in der Schule nicht gelehrt. Wenn man sich da mehr interessiert dafür, ja okay, dann hast du das auf jeden Fall zu sehen. Ne? Dann auf jeden Fall. Daher, ja. Japaner hatten bis zu einem gewissen Zeitrahmen, hatten sie damals im Ersten und auch im Zweiten Weltkrieg, haben sie Fischöl auf ihre Flügel geschmiert. Der Grund dessen war ein besonderer Effekt. Dadurch hatten sie deutlich mehr, ja, nicht Geschwindigkeit in dem Sinn bekommen, aber mehr Wendigkeit drin. Ne? Sie hatten wirklich mehr Wendigkeit und waren halt auch wortwörtlich, das ist sehr interessant halt zu wissen, halt Kurvenkämpfer, die absoluten Kurvenkämpfer. Selbst die großen Zeros, die auch ein bisschen Sekunden brauchen, in die Kurve zu kommen, trotzdem waren die deutlich schneller als irgendeine FPU oder sonst irgendwas. Ne? Ja. Weil Fischöl hatten sie halt zu Haufen übrig. Ne? Sie ist ja auch, ne, sie sind die großen Fischfänger hoch 3. Deshalb, ja, nicht nur das. Ich weiß, sie jagen auch Wale. Was ich immer noch traurig finde. Aber was soll man da sagen? Ne? Und das Fischöl hat aber ein Problem. Wenn jemand mit Brandmunition, ne, darauf geballert hat, dann sind diese Flugzeuge sehr schnell in Feuer aufgegangen. Deshalb sind sehr viele japanische Flugzeuge halt schnell einfach flambiert worden. Ne? Ja, das hat den negativen Effekt gehabt, aber ja, wirst du nicht getroffen, ne? Hast du Vorteile. Aber ja, auch hier in War Thunder, das merkt man. Es sieht man hier natürlich nicht, ne? Aber ich gehe mal davon aus, dass sie diesen Effekt hier, ne, mit draufgehauen haben. Ich weiß es nicht genau, ich kann es nicht bestätigen, ne? Aber ab und zu, ne, war es schon, dass diese Flugzeuge, nicht nur die Doppeldecker allgemein, ne, halt wirklich sehr schnell am Fackeln sind. Ne. Wirklich schnell am Fackeln. Naja gut, dann, nee, das war nicht die C, sondern hier. Ne, Key 10, 2C. Ich weiß gar nicht mehr, welcher war die bessere Version? Der hier oder, ne, ich glaube, das war's, ne. Key 1, 2... Ja, nee, die C-Version. Ja, auf die Frage hin, wo ist eigentlich die Key 10B? Gute Frage. Nächste Frage. Die können wir mal... Ich glaube, über... Ja, eine B wurde halt gebaut. Oder wer sagt, es wurden 5? Ich glaube, 5 wurden gebaut. Waren dann aber nicht so tauglich, wie sie es gehofft haben. Und dann sind sie gleich auf die C-Version. Da haben sie gleich ein bisschen Besserung reingekloppt. Ne, bessere Motoren, Co. Und dann haben sie gleich gesagt, komm, das nennen wir jetzt einfach 2, ne? Das nennen wir jetzt einfach 10, ne? Ja, daher, so, ne? Naja. Gut, dann ab in die realistische Runde. Ich bin schon lange nicht mehr Doppeldecker mit realistisch geflogen. Ehrlich, das ist schon Ewigkeiten her. Verdammte Ewigkeit. Also, sowas passiert bei mir höchstens mal einmal im Jahr, Leute, ne? Das ist, boah... Ja, warum? Gute Frage.
irgendwie nicht so die Ambitionen, ne? Ich will ja voranleveln, ne? Ich will ja richtig voranschreiten und da gehe ich eher mit den Jets halt immer rein und ja, da bist du dann halt, ne? Ja. Naja. Gut, Sprit haben wir genug. Für 30 Minuten brauchen wir keinen Sprit. Komm, wir gehen ein bisschen runter vom Sprit. 20. Na, 20. Wenn überhaupt lang genug am Leben bin, ne? So, hier sollte man, ne, für alle Gucker hier, frische Leute, natürlich sollte die eine Sache immer beachten, ne? Treibstoff natürlich sich nachgucken, wie viel man dabei hat. Dann Nummer zwei, Munitionsauswahl, ne? In Realistisch halt praktisch mit Leuchtspur zu arbeiten, ne? Nummer zwei ist halt, auf das Flugzeug selbst zu achten. Na, immer drauf achten, was passiert, na, und so weiter. Oh, hier ist viel los. Viel los, sind schon viele gestartet. Vorteil beim Doppeldecker, er hat wirklich eine sehr kurze Start- und eine sehr kurze Landefläche. Wortwörtlich. Die Dinger brauchen nicht viel Startlänge, wirklich. Also, deshalb waren die meisten Doppeldecker-Flughäfen damals, im Ersten Weltkrieg, gar nicht mal so groß. Die meisten Dinger waren halt wirklich sehr schnell in der Luft, ne? Weil die Dinger halt teilweise aus Tuch halt bestehen. Auch ein eher gut Tuch, klingt ein bisschen doof. Ne? Klingt ein bisschen doof. Aber die waren halt top. Ja, jetzt hier so eine B-17 da anzugreifen von hinten wäre keine gute Idee. Das ist jetzt nicht die amerikanische Bomber B-17, das ist die schwedische Bomber B-17 mit, ja, wann war die? 1900, ich glaube 33 kommt die her. Bin mir nicht mehr sicher. BB-1 ist auch ganz gefährlich für mich jetzt eigentlich. Aber die D, ich weiß nicht, ob der klarkommt. Sieht nicht so aus. Ja. Guckt euch mal das an. BB-1, voll am Sprayen hier. Aber auch der Heckgunner ist sehr gefährlich. Ja. Aber ich glaube, der Kollege hat was abgekriegt. Richtig hardcore. Warum fliege ich trotzdem auf ihn zu? Ja, ich bilde mir ein, es zu können. Ne? Ich muss ihn ja nicht direkt von hinten erwischen. Ich muss ihn ja nur seitlich treffen. Dann habe ich ihn ja. Ne? Aber der sprayt, was das Zeug hält, der Kerl. Ich bin noch nicht in Schussreichweite. Ne? Hier sollte man ein bisschen näher ran. Nicht zu nah, damit der Gunner einen anballern kann, aber so ein bisschen. Kurze, kontrollierte Feuerstöße. Die machen wirklich den Bock fett, Leute. Seht ihr? Kurze, kontrollierte Feuerstöße und ihr erntet mehr Kills, als man denkt. Ne? Ihr erntet einfach mehr Kills. Das ist einfach so. Und ehrlich gesagt, ich bin da wirklich, ne, ganz froh drüber. Alter, habe ich hier 146 FPS? Okay, ich muss. Ja, das ist ein bisschen. Ist geil, wenn man so viel hat, aber ne, wo die Grafik gefällt mir schon jetzt. Aber ich muss das hier ein bisschen ändern, Leute. Das ist ein bisschen zu weich. Weichpartikelig hier. Seht ihr das? Ja, das brauche ich so nicht. Sieht aus, als wäre das aus irgendeinem, naja, gut, nicht. Aus irgendeinem Bilderrahmen rausgesprungen. Seht ihr das? Ich muss mal das DLS ausmachen, ey. Dann sieht das hier wieder ein bisschen mehr aus. Okay, hier ist ein Bomber in der Nähe. Oh nee, der ist da oben. Nee. Wow! Habe ich gerade gemerkt. Ich habe gerade gedacht, hä? Was ist jetzt los? Ging ein bisschen runter, ne? Ging ein bisschen runter. Ja, ging ein bisschen runter. Naja. Ja, guck dich mal. Aussehen. Die Grafik hat sie komplett umgestellt. Danke, Nvidia. Scheiße, schon wieder ist passiert. Jedes Mal, wenn sie irgendwas an ihrem Grafiksystematik da, ne, irgendwas ändern, irgendwas Besonderes, dann hast du das Problem. Ne? Dann hast du das beschissene Problem. Wow. Was auch immer da schießt, schießt aber beschissen. Packt er es mit seiner Clady? So, dann müssen wir eine Runde durch. Gucken, ob wir das kaputt kriegen. Die Munition haben wir nicht dafür. Nee. Dafür brauchst du panzerbrechende Muni. Und die habe ich halt einfach nicht so dabei. Ne? Panzerbrechende habe ich nicht. Was ich dabei habe, ist halt HE-Munition. Ist der kaputt gegangen? Ja.
also IAI, ne? Ja. Das ist halt eine hochexplosive Munition, die richtig geil ist, muss man echt mal sagen. Ne? Damit fackelst du halt wirklich jeden ab, aber ja, ist halt so eine Sache. Der war nicht tot. Noch nicht. Was? Fragezeichen. Was war das denn? Er hat gemerkt, er ist getroffen worden und stirbt? Oder was? Was war denn das? Ich hab Fragezeichen in meiner Birne, Leute. Wieso war der so schnell tot? Oh. Gucken wir uns gleich mal die Wiederholung an. Das ist ja gar nicht mehr normal hier. Naja, flak kriege ich, aber alle anderen Bodenziele knacke ich einfach nicht weg, ne? Selbstpalette, Pi mal Daumen, müsste aber funktionieren mit der Muni. Nein, keine Chance. Nix. Jo. Ja. Bisschen Kohle machen muss sein. Oh, wir müssen auf die Muni achten. 172 Schuss noch. Ja, das ist ja der Unterschied in realistisch und Arcade, ne? In realistisch musst du auf deine Muni achten. Da kannst du nicht einfach so querbeet in die Walachei reinsprayen. Da musst du schon drauf achten, was du verbrauchst. Wenn du zu viel verbrauchst, naja, dann PP, ne? Dann musst du halt wieder zum Flughafen zur Reparatur. So. Keine aktiven Spieler mehr. Oh, einer hat sich in den Boden zu Tode gerannt. Okay. Geile Runde. War nicht die absoluteste, aber ne, ja. Tickettechnisch hätten die es noch gepackt. Sowas von. Es hätte ewig gedauert. Ewig. Methusalem wäre der Bart gewachsen bis dahin nochmal. Aber, jo. Gut, viel ist jetzt nicht rumgekommen, ne? An Lines, wie gesagt. Aber Forschungspunkte kamen jetzt eine Menge rum. Wäre ich noch am Anfang, ne? Oder wäre das Flugzeug, ne? Wäre ich mit den Japanern noch nicht so, ne, weit vorangeschritten, dann wäre ich jetzt schon mal ein bisschen weiter. Ne? Also, ja, ne? Also der eine Tote von dem, entweder. Habe ich ihn solche Schäden gemacht, dass er den Knopf gedrückt hat und sich gesagt hat, ja, leck mich auch am Arsch, oder ich habe keine Ahnung. Aber ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall das DLS da deaktivieren. Das geht ja mal gar nicht. Qualität, machen wir mal aus, anwenden. Oh, shit! Wow, willkommen zurück. Oh, ja, so ist schön, Leute. So ist schön. Heuer Witzka, ey. Gerade habe ich gedacht, scheiße, das, ne, schmeißt mich komplett raus, das Game. Ich habe es gerade echt gedacht. Ich habe gerade gedacht, scheiße, das crasht jetzt. Aber nein, es crasht nicht. Und jetzt kann ich wieder Farben sehen. Leute, jetzt ist hier nicht mehr so verpixelt. Ich sagte doch, es ist das DLSS. Ja, gut, was bringt das DLSS? Ne? Es bringt natürlich Vorteile. Man hat natürlich weichere Partikel, man hat mehr FPS, ne, das seht ihr hier unten. Und es ist geil, es ist schon geil, aber was bringen mir mehr FPS, wenn es dann aussieht wie, ne, wie Hund? Also da gehen mir ja die Augen kaputt. Also das kann ich nicht gebrauchen, ne? Daher, ja, ne, war mal bitter nötig. Aber ja, woher sollte ich auch wissen, dass das System das wieder. Es ist halt bei je. Deshalb tue ich nicht immer jedes Update von Nvidia annehmen, ne? Weil immer irgendwas stellt sich hier um, ich krieg's dann erst hinterher raus und dann muss ich immer alles systematisch sondereinstellen, ne? Dann muss ich immer hier da und dort und jenes machen und du kriegst einfach einen Placken. Du kriegst richtig einen Placken. Und ja, das ist halt echt doof, ne? Jetzt kann ich wieder alles sehen, ne? Also. Ich konnte schon vorher was sehen, aber hier mein, ne, mein spezielles Abzeichen, das ich da drauf habe, das konnte ich halt nicht richtig erkennen. Ne? Hier konnte ich auch nichts erkennen.
Obwohl selbst die Flammen eben bei irgendeinem Gegner oder so, das sah einfach nicht mehr wie eine Flamme aus, ne? Das sah einfach nicht mehr. Ja, ich weiß nicht. Also Ray Tracing ist schon was Gutes, aber ich muss halt auch sagen, ja, das ist halt so, ja. Gut, man kann es vielleicht besonders einstellen, ne? Es gibt ja hier so. Aktivierst du es, ne, die Schärfe davon, wenn du da ein bisschen hin und her mit dem Regler machst, findest du es dann irgendwann selber raus. Aber es muss jetzt nicht unbedingt sein. Ne? Es tut schon in den Augen weh, wenn man es zu sehr macht. Ne? Ja, es tut schon sehr weh. Ja. Schätzungsweise werde ich bei Geländedeformationen auch auf hoch. Naja, ich lasse erstmal auf sehr hoch. Ich weiß noch nicht, wie sehr es mir die FPS runterhaut. Das werde ich dann testen. Ne? Ja, scheiße. Ist immer schlimm, wenn sowas passiert, ne? Naja, was soll ich sagen? Ja, Leute, ich hoffe mal trotzdem, ihr habt Spaß gehabt. Es war recht lustig, ne? Es war richtig witzig gewesen. Erste Runde, ja, so lala, ne? Zweite Runde war jetzt eigentlich recht spaßig gewesen. Vor allem, ich sagte ja, BB1 anfliegen ist ja eigentlich eher eine beschissene Idee mit so einem Doppeldecker hier. Aber ich habe ihn doch gekriegt. Und wie habe ich ihn gekriegt? Indem er einfach in die Kurve gezogen ist und hat mir den perfekten Schusslinie geboten. Ne? Er hat mir einfach die perfekte Schusslinie gegeben und das ist es halt eher. Ne? Das ist halt, ja, gerade bei solchen ne, Flugzeugen ist es halt, Bombern generell, ne? Alle, die einen Heckgunner haben, ist immer gefährlich hinterher zu fliegen, weil selbst wenn der Heckgunner nicht so gut ausgeskillt ist, ne? Kann er doch mal einen Lucky Shot machen und dein Motor ist im Arsch. Dein Motor ist im Arsch. Ne? Oder irgendwas anderes ist kaputt. Oder der Lucky Shot war so geil, dass der Schuss durch die Scheibe da, ne? Hier haben sie ja so eine Scheibe, durchgeht und den Piloten erledigt. Habe ich schon ein paar Mal erlebt. Also, ne? So Lucky Shots gibt's. Und du denkst dir dann so, oh, fuck, nein, nein, das hätte nicht passieren dürfen. Ne? Ja. Und deshalb, sobald sie auf die Idee kommen, diese Kurve zu ziehen, ne? So auszuweichen Kurve, dann könnt ihr sie kriegen. Dann kriegt ihr sie, dann macht ihr entweder größere Schaden an dem Flugzeug oder ihr erwischt am Ende sogar noch den Piloten. Das ist natürlich der absolute Top-Hit dann, ne? Das ist es dann. Ja. Was auch noch viele Bomberpiloten sehr gerne tun. Und man denkt sich so, warum? Warum tust du das? Ne? Wenn du jemanden hinter dir fliegen hast, der, ne, ja, warum nach oben ziehen? Es gibt Flugzeugmodelle, die aufgrund ihrer Leistung das machen können. Die fliegen ja einfach dann weg und ziehen dann regelrecht ein Looping und hauen sich hinter dich und knallen dich weg. Ne? Es gibt Flugzeuge in diesem Spiel hier, die können das. Die haben die Leistung. Aber Bomber haben, ja. Die haben schon genug, also die Motoren haben schon genug damit zu tun, die komplette, das Konstrukt, inklusive die Belastung, die da drin ist, ne, die Bomben mit sich zu tragen. Selbst wenn ihr die Bomben los seid, ist dieses Flugzeug ein bisschen leichter, aber es hat halt einfach, ne, diese Bomber haben einfach nicht so die Leistung, um jetzt einfach mal hier ein Looping so Volldampf zu machen. Ne? Das dauert. Und es macht auch keinen Sinn, ne? Aber es gibt hier im Spiel viele Leute, die machen dann mit ihrem Bomber, fliegen dann nach oben. Mit Volldampf, richtig hoch. Ne? Weil sie halt nicht wissen, was soll ich sonst machen. Ne? Ich fliege jetzt nach oben. Aber der Jäger, der hinter dir ist, der hat einen stärkeren Motor als du. Vielleicht zumindest eine bessere Leistung. Und ne, der zieht einfach, der braucht nicht mal hinterher zu ziehen. Der braucht nur ein bisschen nach oben zielen. Bum, 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 bum. Ballert dir sogar in die Mitte rein. Trifft wichtige Module. Und das war's. Ne? Bei einigen Bombern ist sogar in der Mitte. Hier haben wir jetzt mal ein Beispiel. Wir gucken jetzt gerade mal nach einem Beispiel. Okay, wir haben jetzt hier, ne, wir haben jetzt hier als Beispiel halt die Japaner, aber trotzdem, das ist ja fast bei allen so gleich. Jetzt mal als Beispiel das hier. Oh, meine Deutschlandflagge. Nicht, dass ihr das falsch seht. Ich bin stolz, auch hier in Deutschland zu leben und halb Deutscher zu sein. Ne? Daran soll es nicht, daran liegt es nicht. Ne? Ich will nur das natürliche Farbenspiel hier. Das kommt doch alles aus der CW-Zeit, ne? Also Clan Wars, ne? Ja. Da musste ich immer markieren, zu welcher Nation ich gehöre. So. Viele Bomber haben, gut, hier in den Außenflügel,
ne? Ihre Treibstoffe. Es gibt auch Bomber, die haben in der Mitte hier, ne? Und was natürlich auch wichtig ist, wenn ihr hier einfach die Mitte, einfach in die Mitte reinballert, wenn ihr diese Streben hier, diese Streben erwischt, dann sind die Steuerflächenkontrollen komplett im Arsch und dann kann der machen, was der will. Der kann dann machen, was er will. Selbst wenn er noch alle Flügel hat, selbst wenn er noch hier das Heck alles dran hat, ist alles scheißegal, weil er kann die Klappenfunktion nicht mehr nutzen, ne? Gerade wenn man so ab dem Bereich hier, so in dem Point hier, in diesem Point hier, also ich zeig das gerne nochmal, ne, in diesem Point hier so trifft, ne, dann scheiß drauf, Klappenfunktion ist nicht mehr. Ist nicht mehr. Klappenfunktion, du kannst hoffen, den Flieger irgendwie nach Hause zu bringen. Aber auch wirklich nur hoffen. Und das heißt wirklich hoffen. Daher, also, ne, könnt ihr euch das mal merken für die Zukunft. Falls ihr mal sagt, ach komm, ich gehe auf Bomber, ne? Intensiv, ja. Es gibt auch Bomberpiloten, die sind sehr weit oben und, also, ne? Sind halt sehr weit oben, wie es halt üblich ist. Und statt nach oben zu ziehen, um ihren Gegner zu entkommen, ziehen sie nach unten. Das ist eigentlich eine ganz schlaue Idee. Problem ist, in realistisch, aber in gewissen Grad reißt es den Flügel weg, ne? Das ist ein Problem. In der Kade ist das was anderes. Da kannst du nach unten ziehen, so viele Bock hast, ne? Kannst sogar dann 10 Meter über dem Boden, sofern keine Hindernisse sind, dann fliegen, ne? Das ist alles kein Problem. Ne? In der Kade macht es halt einfach Sinn, dann intensiv, voll nach unten. In realistisch muss man halt ein bisschen aufpassen. Ist es möglich, dann seinen Verfolger zu entkommen? Eventuell. Aber es gibt ja hier Spieler, die sagen sich dann, ja gut. Der ist jetzt ein bisschen, ne? Der ist jetzt außer Reichweite, aber irgendwann, ne? Irgendwann muss er ja abbremsen. Und dem Moment, wo er ein bisschen abbremst und so weiter, ziehen die einfach wieder nach, ne? Ja. Und manche Piloten, also das war auch im Zweiten Weltkrieg so, manche Piloten haben es dann aufgegeben. Die haben es ja neuen Zielen gewidmet, ne? Aber es gibt halt hier auch in dem Spiel hier Leute, die sind so ehrgeizig, sagen, nee, den will ich, nein, Junge, du kommst mir nicht weg, ich flieg dir hinterher, bis du dead bist. Also, und das betrifft hier ungefähr, ich will jetzt keine genauen Zahlen geben, aber ich würde mal so grob sagen, das betrifft hier 70% der Spieler. Ne? Die intensiv einfach den Bomber hinterher machen, egal wie lang es dauert. Manche sagen sich dann halt einfach, ah, leck mich am Arsch, ne, kein Bock mehr. Aber viele wollen diese Brummer haben, ne? Und da kommt dann die Frage auf, lohnt sich es überhaupt noch Bomber zu fliegen? Ja, es lohnt sich trotzdem. Macht mega Bock und es lohnt sich trotzdem, ne? Nicht wegen den Kohlen, obwohl kommt halt viel Geld rum, ne? Ist klar, Bomber macht halt doch viel Kohle. Obwohl ich sagen muss, also die Zonen haben sie halt wirklich sehr stark eingeschränkt jetzt mit den Kohlen. Ja, man kriegt schon noch gut Belohnung raus, aber ja, in der Vergangenheit, gerade als die Zonen reingekommen sind ins Spiel, war es deutlich höher mit der Belohnung, ne? Bekam man viel, viel, viel mehr. Und das haben sie geändert, leider. Ja, gut, sie wollten halt Balance reinmachen, damit es dann halt die Leute auch sagen: Komm, ich gehe statt auf Zone, gehe ich lieber auf Bodenziele. Ne? Das kam immer so drauf an, was für eine Bombenqualität du mit dir geführt hast. Ne? Jetzt mal als Beispiel nur hier die D3A1. Ne? Da kann ich nicht viel machen, da habe ich nur drei Bomben parat. Aber bei Bomberflugzeugen jetzt hier als Beispiel G8 G oder G5. Ne? Die können natürlich mehr mit sich tragen. Oder mal hier die Premium B17, jetzt nur mal als Beispiel, ne? Nicht, dass da jetzt einer wieder kommt und sagt, ja, du willst nur mit deinem Premium angeben. Nein, damit will ich nicht angeben. So, ne, B17, 12 Stück von den 500 Pfund Bomben. Aber es sind ja die amerikanischen 500 Pfund. Ne, 227 Kilo steht hier extra noch mit dabei. Ne? Gott sei Dank. So. Und hier, ne, die oder 6x1000er Pfund. Eine 1000 Pfund Bombe reicht aus, um eine Bunkeranlage zu klatschen. Ne, damit ihr es wisst. Eine 500, ja, geht so lala, kommt auf die Bunkeranlage an. Ist sie mittel, sagt, ist sie eine leichte, dann kriegt ihr sie platt. Ist sie aber überleicht, ne, dann, ja, dann könnt ihr es knicken. Dann könnt ihr es knicken, dann müsst ihr die höheren Bomben draufschmeißen. Ne, nur so mal als Beispiel. So.
Aber trotzdem, wir machen jetzt mal Schluss. Aber genug Information, genug Geschichte, Co. Ne? Ja, ich habe das jetzt extra dazu, weil es kommen viele Leute, die gucken meine Videos von euch da draußen und die sind ganz neu in diesem Spiel und die wollen einfach Informationen. Ne? Ist ja auch normal. Ne? Dazu mache ich ja die Videos. Erstens Gameplay, zweitens einfach Infos raushauen. Ne? Ja. Und falls jetzt irgendwo einer um die Ecken kommt und sagt, das mit dem Fischiul ist aber Schwachsinn. Nein, das war damals so. Ja, nicht jedes Flugzeug, aber die meisten Flugzeuge bei den Japanern bekamen Fischöl auf die Flügel geschmiert, um halt wirklich mehr Wendigkeit rauszuholen. Aber irgendwann haben sie damit aufgehört, weil sie gemerkt haben, ist sehr scheiße, weil die Amerikaner benutzten zum Beispiel Brandmunition. Na? Und da haben sie selber gemerkt, okay, ja gut, damit fackeln wir unsere Piloten ab. In dem Punkt waren sie dann auf einmal human, wenn man überlegt, Japan hat ja im Zweiten Weltkrieg die höchste Selbstmordrate ever gehabt. Ne? Also ich sag nur Kamikaze, ja gut, es soll, ne, es hat was mit Ehre zu tun. Sich selbst umlegen habe ich jetzt nicht so in Ehre, ne? Es ist, ja, ne, Pi mal Daumen würde ich eher sagen. Also es ist eine gewagte Geschichte. Ich hätte es nicht gemacht, ehrlich nicht, ne, ne. Ein Flugzeug sich hier auf irgendein Schiff zu stürzen mit seinen Bomben, nein, never. Ich hätte es nicht getan. Aber die hatten halt, die haben halt ein ganz, zumindest zu damaligen Zeiten, ein ganz anderes Ding gehabt. Also die waren da ganz anders aufgestellt. Heute sind sie ein bisschen humaner, aber, also human waren sie schon immer so ein bisschen. Aber heute sind sie halt ein bisschen anders da aufgestellt. Na, aber das hat auch erstmal gedauert. Ja, da musste erstmal der Westen komplett sie übernehmen. Nicht komplett. Sie sind ja noch komplett ihrer Tradition verfallen. Das ist viel. Da kann ich euch mal empfehlen. Guckt euch mal Dokus über ihr Schulsystem an. Mal im Vergleich zu unserem. Leute, ihr werdet so grinsen. Ihr werdet so grinsen, ey. Ihr denkt euch dann so. Okay, strukturiert. Strukturiert ist hier nicht möglich. Ist hier nicht möglich. Wenn sie das hier einführen würden, das gibt Chaos. Das klappt nicht. Genauso wie mit der Eisenbahn, ne? Mit der Bahn halt. Bei denen ist eine S-Bahn pünktlich, weil die Prämien ausgezahlt bekommen fürs pünktlich kommen. Bei uns? Ja, ne? Zum kaputt lachen. Na gut, also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal ein Like oder ein Abo da. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Drückt mir die Daumen, dass Dienstag, also dass morgen Update kommt oder Mittwoch, aber ich glaube da einfach nicht mehr dran. Ehrlich, ich bin schon so. Ja, irgendwann wird's kommen. Irgendwann kommt's, ist mir egal. Na. Irgendwann kommt's. Na gut. Jo. Also bis dann, Leute. Ciao.